Ihr Lieben, ich bin heute auf Gut Herbigshagen. Frau Hu, Sie sind diejenige, die uns erzählen kann, was denn eigentlich die Sielmann-Stiftung auf Gut Herbigshagen so umsetzt. Das kann ich tatsächlich und das mache ich auch sehr gerne. Also zum einen ist es natürlich unser Stammsitz der Stiftung. Hier hat die Arbeit der Stiftung von Heinz und Inge Sielmann begonnen. Sie haben auch eine Zeit lang hier immer mal gewohnt. Was machen wir hier? Das ist wann gewesen? Wann ist das gut gekauft? Naja, die Stiftung gibt es 25 Jahre und wir sind jetzt also auch schon seit über 15 Jahren hier an diesem Sitz heimisch auf dem ehemaligen Stadtgut der Stadt Duderstadt. Ach, auch interessant, das wusste ich auch. Also das heißt, das Gut Herbigshagen war schon immer ein landwirtschaftlicher Betrieb, wurde lange Zeit von der Stadt Duderstadt betrieben, bis sich Wolfgang Nolte, jetzt muss man sagen, der damalige Bürgermeister der Stadt Duderstadt und Heinz Sielmann getroffen haben und gedacht haben, es ist eine tolle Idee, wenn dieses in die Hände der Stiftung kommt. Und dann ist hier ein Erlebniszentrum entstanden. Es ist viel mehr entstanden. Also bleiben wir bei der Landwirtschaft. Wir sind nach wie vor Biolandbetrieb. Wir haben einen Pächter, der unsere fast 90 Hektar landwirtschaftliche Fläche bewirtschaftet, dort Getreide anbaut, Heu macht für unsere Tiere. Und das ist das nächste Stichwort. Wir haben Tiere, wir haben alte Nutztierrassen, die man sich anschauen kann, die man streicheln kann, aber bitte nicht füttert. Das Getreide, das geerntet wird, wo geht das hin? Das ist Futter. Das ist in der Regel Futter für die Rinder von Daniel Wehmeier, der nämlich das Rote Harzer Höhenvieh züchtet. Von dem wir übrigens immer mal wieder hören, also ihr zumindest, weil wir ja immer mal wieder auf dieses hervorragende Fleisch verweisen. Genau. Also das Stroh von unseren Feldern hier geht in den Stall, das Heu geht in die Mägen der Tiere und das Getreide, das ist sein Getreide, er verkauft es entweder in den Handel oder nutzt es eben als Tierfutter. Also wir sind ein landwirtschaftlicher Betrieb. Wir haben fast 1000 Streuobstbäume. Äpfel, Birnen, Zwetschgen, Kirschen. Wir machen unseren eigenen Apfelsaft. Wir machen unseren eigenen Birnensaft. Den wir auch hier vertreiben. Den wir auch hier verkaufen. Alles Bioland. Bioland zertifiziert. Dafür nutzen wir die Flächen, die wir damals von der Stadt Duderstadt gekauft haben. Wir machen aber noch viel, viel mehr. Nämlich, wir setzen das um, was Heinz Sielmann sich gedacht hat und er immer erzählt hat. Und das heute noch mehr Gültigkeit hat als je zuvor. Nur das, was ich liebe und kenne, kann ich auch beschützen. Eine alte Weisheit, die wir wissen, die eigentlich immer geht, wenn man sie richtig anwendet. Genau, und da geht es um die Natur. Wenn die Kinder die Natur kennenlernen und sie lieben lernen, dann werden sie sie auch beschützen. Und das versuchen wir zu tun. Das heißt, wir bringen große und kleine Menschen zurück in die Natur und zeigen ihnen, was hier zwitschert, was hier wächst, was hier blüht und wieso der Kreislauf der Natur funktioniert und was man alles so damit machen kann. Wir können es euch ja jetzt nicht zeigen, weil wir nicht gerne fremde Menschen zeigen. Aber um uns drumherum sind auch jetzt noch, wir sind ein bisschen später da, Familien mit ihren Kindern da und alle sind sie begeistert und freuen sich darüber, dass sie hier die Landwirtschaft näher kennenlernen können. Strahlende Gesichter, die da draußen die Kühe, die Ziegen, die Enten, die Gänse erleben dürfen. Aber jetzt springen wir mal weiter. Es gibt ja auch die Möglichkeit, mit Schulklassen näher, also durch Schulklassen, die Kinder an die Natur heranzuführen. Wie stelle ich mir das vor? Das Land Niedersachsen hat uns anerkannt als einen sogenannten außerschulischen Lernort. Das heißt, hier kann Unterricht stattfinden außerhalb der Klassenräume. Das heißt, Schulklassen können hierher kommen und zum Beispiel Biologieunterricht mit uns gemeinsam machen, indem sie mal die Vogelarten kennenlernen. Ach, das ist dann schön, geht unser Umweltbildner mit den Kindern raus und sagt, das ist ein Nistkasten für eine Fledermaus, da wohnt auch eine Fledermaus. Das sind unsere Schwalbennester, da wohnen auch die Schwalben und man hört es zwitschern. Also Biologie zum Anfassen. Wir gehen mit den Kindern in den Bauerngarten und zeigen ihnen mal, wie das denn eigentlich aussieht, was man vielleicht immer sonst nur aus der Konservendose kennt. Wenn ich Sie mal unterbrechen darf. Also Biologieunterricht zum Anfassen. Verstehe ich das auch richtig, dass die Kinder, wenn sie hierher kommen, auch die Übernachtung haben, dass man sowas wie eine Klassenfahrt macht oder sind das Tagesausflüge? Sowohl als auch. Also man kann Schulen aus der nahen Region können für einen Tag hierher kommen und einfach ein Tagesangebot nutzen. Wir haben aber auch Schulklassen, die bleiben von montags bis freitags und machen hier wirklich 5 Tage Schulbauernhof. Die helfen morgens im Stall mit, die füttern die Tiere, die misten den Stall. Manche Kinder streichen zum ersten Mal in ihrem Leben ein lebendiges Tier. Soll vorkommen, ja. Soll vorkommen.
Sie gehen wandern, sie gucken sich, sie gehen Forellen angeln, sie arbeiten mit der Wolle von unseren Schafen. Wenn denn die Forellen, die geangelt werden, noch hinterher geräuchert und gegessen. Und gegessen. Damit man den Kreislauf mitkriegt. Damit man das auch sieht, wie das zusammengehört. Wir haben einen Schmied, mit der mit den Kindern tolle Schmiedearbeiten macht. Das kommt natürlich immer ein bisschen auf das Alter drauf an. In der Regel zwischen, ich sag mal, ideal zwischen 3. Klasse und 6., 7. Klasse. Für die Großen haben wir natürlich dann noch so Herausforderungsprojekte, wo wir ein bisschen was Anspruchsvolleres machen mit den Großen. Aber die Klassen können auch, wenn Corona nicht wäre, 5 Tage hierbleiben. Frühstück und Abendbrot machen die Klassen sich selber. Mittagessen gibt es dann bei uns im Café. Also ihr Lieben, ihr habt gehört, was man auf gut Herbig sagen soll, es machen könnte. Ich weiß, Frau Ruh und ich könnten uns jetzt noch wesentlich länger mit diesem Thema auseinandersetzen. Es ist spannend. Die ganze Zeit, es macht so viel Spaß, hier zu sein und zuzuhören. Mhm. Wir beenden das jetzt aber mal, rufen euch aber zu, wenn ihr euch dafür interessiert, dann findet ihr die Sielmann-Stiftung bzw. das Gut Herbigshaben, liebe Frau Ruwo, unter www.sielmann-stiftung.de. Und am besten einfach herkommen und es selber erleben. Ihr habt aber auch einen Beitrag oben und unten, habt ihr auch die Möglichkeit, euch drauf zu verlinken und anzuschauen. Ich sage jetzt erstmal vielen lieben Dank, Frau Ruh. Ich sage vielen Dank. Tschüss.